sudden cold snap struck Carl, who felt like he was pulled into a dream. He had been running in fear from something creeping towards him, against which he couldn't do anything, only to end up like this, petrified and cold. Ja, vermutlich wegen dem Fieder. Bisschen dunkel hier, oder? Wieder diese Jäger. LOL! Oh. Was sind wir denn jetzt? Es ist klar, dass es hier etwas dunkel ist, oder? Hoffnungsloser Fall-Achievement. It seemed as though Regin had been ready to take up arms and slay people like Hamilton. Could he have committed murder for his cause? Who could have gotten killed in front of his very eyes? Der alte Rosé hat mir erzählt, dass die Minenbetreiber uns verscheißern würden und dass die Minen noch vor dem Krieg weder eingestürzt noch unzugänglich sind. Wie üblich hatte der alte Kerl recht. Diese verdammten Engländer lügen uns tagtäglich ins Gesicht. Ja. Weil wir nichts weiter als Sklaven für sie sind. Wasserträger, weiße... Entschuldige mal. Wie Valieres es ausgedrückt hat. Aber wir werden ja sehen, wer am Ende des Jahres die Sklaven sind. Ich werde das Hauptlager meiner Regierung in diesen Minen aufschlagen, den Widerstand. Passt bloß auf, ihr elenden Bonzen. Ich werde unsere Schießeisen mit Bajonetten versehen. Die Engländer erzählen uns, dass die Region hier voller Ressourcen ist. Die eine Ressource, die sie dabei vergessen haben, sind unsere Alten. Hier gibt es viele alte Menschen und diese verfügen ihrerseits über viele Ressourcen. Der alte Rosser zum Beispiel hat uns für eine Wagenladung Caribou mit dem Besten, was dieses Land zu bieten hat, zusammengeführt. Mit Veteranen, alten Jägern, dem Rückgrat unseres Landes. Diese Leute haben verteilt über die gesamte Region Gewehre und Gewehre verstaut. Und ohne zu viele Fragen zu stellen, haben sie sich bereit erklärt, mir einige davon zu überlassen. Ich habe ihnen trotzdem verraten, wie gerade die Planungen für eine große Bunzenjagd laufen. Dazu habe ich noch vor unserem Ziel erzählt, dafür zu sorgen, dass es hier von bis zum Ottojon keinen von diesen elenden Verbrechern mehr gibt. Ich will jetzt eigentlich gar kein Steak werfen. Mann, ich brauche wieder mehr Holz. Jetzt werde ich nicht lange hier überleben. Oh, da ist Holz. Und da ist noch ein Holz. Nice. Na komm. Dynamit. Ich glaube, ich weiß auch, was wir damit anstellen. Damit können wir vielleicht diese Steine sprengen. Und wo geht's jetzt hier weiter? Sollen wir eventuell wieder zurück? Es sieht nicht so aus, als ob es hier weiter... Ah, doch, hier geht's weiter.
Er hatte mehrere Waffen, er kann sie nicht alle mitgenommen haben. Hier vielleicht das Gewehr versteckt? Carl suddenly felt observed. He was worried about a presence around him. Hey, ich hab dir doch da gerade ein Steak hingeworfen, Mann. Ich hab dir doch da gerade ein Steak hingeworfen! Wo ist das Steak? Dude, ich hab dir hier gerade ein Steak. Da, hier, hier ist ein Steak. Fuck, ich bin gleich tot. Hier ist ein Steak, hier ist ein Steak, hier, hier, hier. Warum isst er das nicht? Oh! Scheiße! Warum hat er das Steak nicht gegessen? Das war doch bestimmt die finstere Kreatur von dem Achievement, oder nicht? Werfen Sie ein Steak auf diese eine seltsame Kreatur. Das habe ich gemacht. Okay, sie war nicht seltsam, es war ein Wolf. Trotzdem ärgerlich. Scratches did not stop Carl. His mother would be so proud. Ah, hier kamen wir her. Hey, ich hab's versucht, ja, mein guter Wille war da. Ich hab mein Bestes gegeben. Ja, besänftigen ohne Wölfe zu töten am Arsch. Hier halt immer noch übelste Geräusche. Mal kurz warm werden. Gehirn wieder. Bisschen auffrischen. Ich meine, atmosphärisch ist das Spiel. Da kannst du ja echt nicht meckern, ne? Moment mal, hier waren wir doch. Ja genau, hier waren wir. Ah, und wir konnten da damit nicht hin. Das ist alles? Oder ging es jetzt hierbei tatsächlich nur darum, zu wissen, dass er wohl irgendwo noch Waffen hat? Mach's gut, Hope. Schönes Wochenende. Warum zu Hause schlafen, wenn man in einer Hütte schlafen kann? I don't know. Aber das war ja offensichtlich tatsächlich alles. Ice seemed to take over this place like mold. That wall wasn't there earlier. Hä? How was he going to get out of here? Oh, das hier. Ja, Dynamit. Okay, jetzt weiß ich auch, wie wir die Straße wahrscheinlich dann noch wegkriegen. An der Wand waren Gewehre. Ach so. Oh.
Alles klar. Gut aufgepasst. Ich habe jetzt tatsächlich ein Gewehr, ja. Aber es ist ein Achievement, ohne eine Waffe zu spielen. Alter, zittert der Typ. Es ist ein Achievement, ohne Waffe zu spielen. Und das würde ich auch ganz gern beibehalten. Wenn wir schon ein paar verloren haben, weil wir geraucht haben, Wölfe getötet haben, dann möchte ich wenigstens das behalten. Dann kann ich eventuell im zweiten Playthrough ja Waffen nutzen. The ice, oddly, did not budge despite the powerful fiery blast. Something was definitely rotten in this place. Mach's gut, Galafa, auch dir ein schönes Wochenende. Hä? Hier ist nichts gesprengt worden? Okay, es muss einen Grund geben, warum es hier noch einen zweiten Weg gibt, oder nicht? Eisenware. Eichhölzer und ein Anzünder. Ich habe jetzt ein Dynamit benutzt dafür, dass hier nichts passiert ist. Ehrlich? Ja, und was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich wieder zurück. Noch Dinge übersehen? Okay, hier glaube ich machen wir nichts. Muss es ja eigentlich hier irgendwie weitergehen. Damit man auch nochmal einen Grund hat, hier an dem Wolf überhaupt vorbeizukommen, oder? Probieren wir es halt hier nochmal mit dem Dynamit. Gut, und ein Dynamit haben wir dann noch. Für das Achievement hoffentlich mit den Steinen. Bilde ich mir das ein oder ist mittlerweile Nacht geworden? Ich hoffe mal, das Rätsel um die Eishöhle ist gelöst. Ah, weil man ansonsten gar nicht anders mehr in die Eishöhle reinkäme. Okay. Staub verklebt nur die Augen. Ich hoffe, du hast recht. Oh, wo sind wir jetzt denn laut Karte? Unten. Oh, ich habe halt echt gar keine Lust, dass das Spiel mittlerweile nur noch nachts spielt.
glaube, das ist kein gutes Zeichen. Da ist mein Wagen. Das ist der einzige Lichtblick. Ach du Scheiße. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es hier einen Tag- und Nachtzyklus gibt. Fabian, nicht... Nee. Okay. Ja, dann fahren wir jetzt erstmal... zurück zum Gemischtwarenladen, oder? Oh Mann! Also das Spiel hier schon schlimm genug, es ist auch noch komplett dunkel. Ich will den Rest des Spiels aber nicht im Dunkeln durchspielen. Hätte ich das gewusst, wäre ich nicht in die Höhle gegangen. Hallo Hibra. So, hier ist die Kreuzung. Und da ist ja dann irgendwie das Ding passiert, dass wir weiß Gott wo gelandet sind. Warte mal, will ich jetzt nicht vielleicht lieber beim Gewischtwarenladen mich also speichern sozusagen, falls ich nochmal in die Luft katapultiert werde oder so? Boah, echt unangenehm mit der Tatsache, dass hier Nacht ist. Achso, hier war ja alles dicht. Ging ja nicht in beiden Seiten. Einmal bitte kurz ins Warme. Okay, damit wir halt hier wenigstens diesen Speicherort haben. Weil wenn wir jetzt wieder irgendwo rauskatapultiert werden, mitten in der Nacht, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich nicht nochmal zurücklaufe. Ob sie je wieder Tag wird? So, ich halte dann an dem Punkt, wo ich rauskatapultiert wurde, auch nicht an, oder? Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass ich da noch was übersehen hatte. Aber jetzt sehe ich ja echt nichts mehr. Was brauche nochmal kurz. Das ist so dunkel hier. Bin hier schon vorbei. Ich wollte hier eigentlich mal abbiegen. Aber auch genau richtig, um hier lang zu gehen. Muss man mal kurz ein paar Schmerzmittel reinpfeifen. Leute, es wird arg dunkel in dem Spiel. Sehr, sehr dunkel. Aus der Familie Blanc. Ob die wohl noch leben? A wintry atmosphere surrounded the house. The soundlessness of the area suggested it was empty.